Hallo Leute, willkommen bei Hausflipper. Dies ist Teil 48. Wie versprochen habe ich die Dusche montiert und wenn ich mir hier dieses so angucke, was für ein Riesenblock das ist, dieser kleine Saunaraum, das war ja vorher ein etwa gleich großer Raum, den ich da rausgekloppt habe, nur an einer anderen Stelle. Und da dachte man, ja, das ist nur so eine kleine Nische so ungefähr. Und es ist aber echt ein Riesenklotz, der hier jetzt so reinhängt. Wenn das fertig gebaut ist, wird das nicht mehr so auffallen, weil dieser Saunaraum dann im Prinzip halb im Schlafzimmer ist und halb im Badezimmer. Aber jetzt kann man das so richtig schön sehen, dass der schon ordentlich Platz wegnimmt. So, jetzt ziehe ich hier erstmal die Wand. Und da ist mir auch klar geworden, ja, schön eine Wandnische für Schränke, wunderbar. Aber ich will da eine Tür reinmachen. Dann ist nicht viel mit Wandnische für Schränke. Höchstens so ein kleines Eck für einen schmalen Schrank. Aber ja, und ich könnte natürlich die Tür auch wieder hier machen, im Gang. Aber dann ist es kein Master-Bedroom, der am Schlafzimmer direkt dran ist. Da muss man ja aus dem Schlafzimmer raus. Und es soll ja nun mal ein Master-Bedroom Bathroom werden. Also ein Attached-Badezimmer. Das sind jetzt 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Also gut. Dann passt da wirklich nur ein kleiner Schrank in diese Nische. Ich denke mal, ich werde schon genug Schränke unterkriegen in dem Zimmer. Es sieht ein bisschen drollig aus hier so. Man kommt dann rein. Es ist auf jeden Fall breit und großzügig geworden. Nicht mehr so beengt wie vorher. Das ist schon mal gut. Man kommt hier rein. Hat hier so eine Nische mit Tür und da hat man dann so eine Ausbuchtung. Ich frage mich gerade, ob man hier die Tür vielleicht auch noch verbauen kann. Nee, man könnte natürlich das hier das so rausbauen, wie der Fußboden schon von selbst gemacht hat. Aber dann hat man hier so einen ganz schmalen Gang, der zu der Toilette führt. Das ist nicht gut. Also dann lieber so, wie es jetzt ist. Dann ist der Gang wenigstens ordentlich. Und das sollte er auch sein in einem Haus, das eigentlich großzügig von der Fläche ist für eine Person, die da fest wohnt. Also gut. Dann machen wir hier jetzt einen Fußboden. Ich mach mal das Licht an. So. Da brauche ich dann natürlich auch noch einen neuen Lichtschalter und andere Lampen. Aber das hat Zeit. Fußboden. Boden, Fliesen. Da überlege ich jetzt, ob ich diese grünen mache. Weil die mir eigentlich für so ein Wellnessbad recht gut gefallen. Das werdet ihr zwar demnächst auch noch in einem Speed-Video zu sehen kriegen. Da habe ich das auch benutzt. Aber man kann ja gute Lösungen auch mehrmals benutzen, denke ich. So. Ja, das gefällt mir gut. Dann werde ich die Wände in der gleichen Farbe machen. Aber die Wand von der Sauna mache ich innen und außen mit diesem Holzlaminat. Paneele ist das, glaube ich. So, und zwar dieses hier. Das ist etwas schneller verlegt als Wandfliesen, darum mache ich das einfach mal. Dann hat man so diesen nordischen Sauna-Effekt.
So. Okay. Da oben noch. So. Eigentlich sollte ich das dann ja innen auch gleich machen. Wenn ich schon dabei bin. Der Stapel ist auch bald alle. Okay. So. Wie ich hier wieder dieses Haus ummodel. Aber ich fand, das Schlafzimmer war schon ein bisschen popelig. Und dann hat man da zwei überflüssige Schlafzimmer. Ein überflüssiges Schlafzimmer reicht, finde ich. So. Da kann man dann immer noch als Familie drin wohnen. Also wenn dann in dem großen Schlafzimmer die Eltern wohnen und in dem anderen wohnt dann ein Kind. Das geht ja immer noch. Und dann haben wir ja auch noch das Büro. Und da ist auch sowieso noch so eine Kammer neben dem Büro, wo ich immer noch gar nicht weiß, was ich da machen will. Möglicherweise reiße ich da auch noch die ganzen Wände ein in dem Vorraumbereich und mache ein offenes Büro mit so einer Sitzecke in da, wo jetzt die Kammer ist, dass man sich mit den Kunden irgendwie hinsetzen kann oder so und nicht in den Privatbereich rein muss. Aber das mache ich ein andermal. So. Jetzt gucken wir mal. Na, das ist doch wunderbar. Jetzt kaufe ich hier gleich nochmal die Zubehörsachen, dann ist die Sauna schon mal erledigt. So. Zuerst eine Lampe. Wenn ich sie ver... Ah, die ist wahrscheinlich bei Lampen. Na gut, dann kaufe ich erst die anderen Sachen. So. Das packe ich mal hier an das Ende. Damit man nicht so einen super heißen Kopf kriegt, wenn man da direkt neben dem Ofen liegt. Und so ein Bottich. Den kann man hier ans Fußende stellen. Oder hier hin. Da ist der sehr gut. Und die Sanduhr. Da könnte man vielleicht schon zwei hinhängen. Weil man kann die Sauna ja schon zu zweit nutzen. Wenn man sitzt. Na toll, hängt das schön schief. Also, sowas geht ja gar nicht. Sollte nicht über dem Ofen, aber hier vielleicht. So. Okay. Das ist zu hoch. Jetzt ist es zu tief. Na, das muss jetzt passen. Und hier oben mache ich vielleicht dieses Temperaturdings hin. So. Ach nee, da... Nee, 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 das mache ich... Vielleicht hier, über diese Uhren. So, dann muss ich die eine noch ein Stück nach links rücken. Ja, so sieht das halbwegs symmetrisch aus. Und in dieses Eck kommt dann die Lampe. Ich glaube, jetzt habe ich all die wichtigen Sachen. So. Jawohl, jetzt gucken wir bei Lampen.
Nee, das ist bei Wandlampen. Jawohl. Und die kommt hier in die Ecke. Und wie machen wir das mit dem Reingehen? Das hört man schon, wenn man reingeht, dass man dann hier hinkommt. Dann machen wir den Lichtschalter über dem diesen Kopfbereich. Anschlüsse. Moderner Lichtschalter hier. Okay, so. Ja, diese Saunalampe ist irgendwie, die macht so ein hartes Licht. Normalerweise sind die in echt ziemlich mehr so schummerig. Vielleicht mache ich die sogar ein bisschen höher, damit man da besser aufrecht sitzen kann in der Sauna. Okay, dann ist es auch nicht mehr ganz so hartes Licht. Aber, also warmes Licht ist was anderes. Und das ist ja eigentlich das Wesentliche bei so einer Sauna. Das sieht immer so schön schummerig warm aus, das Licht. Nun ja. Jetzt machen wir die Saunatür rein. Okay. Gut. Öffnen. Na prima. Dann ist das doch schon mal erledigt. Und jetzt gucken wir mal hier dieses Bad an. Ich glaube, das hier kann ich einfach mal verkaufen. Dann ist es aus dem Weg. Und es ist schon die Frage, ob ich das Klo hierhin mache. Hätte den Vorteil, wenn man dann schläft und muss nur kurz aufs Klo, dann muss man einfach nur hier hingehen, zacki zacki, und muss nicht groß weiter reinlaufen ins Bad. Und dann wäre das auch, wenn man hier ist, naja, dann sieht man das Klo natürlich trotzdem. Also man kann dann nicht sagen, dann ist das Klo optisch aus dem Weg. Aber gefühlt ist das so in einer anderen Ecke. Und hier ist so der Wellnessbereich mehr. Ich guck mal, wie ich das da hinkriege. Wie und ob und so. Anschlüsse. Toiletteninstallation. Ah, ich könnte es einfach so hinstellen. Ja, prima. Ganz prima. So, entweder mache ich so hin. Ist für die Beine wahrscheinlich angenehmer, als wenn ich es so hin mache. Und man hat auch so ein klein wenig, naja, Sichtschutz ist übertrieben. Wenn einer reinkommt, sieht er das schon. Dann kommt der ja direkt hier aufs Klo zu. Ich mach das hier hin. So, und dann installieren wir auch gleich eins. Bad. So, das traditionelle. Jawohl. Okay, und dann hängen wir hier noch ein Klopapierhalter hin. Dann ist das auch erledigt. Den können wir ja mal hier hinhängen. Dann kommt man da nämlich besser dran. So, der Gronkh hat mal einen Vortrag drüber gehalten. Wie unpraktisch es doch sei, den Klopapierhalter hier so oder so hin unterzubringen, dass so doch viel komfortabler ist. Und da hat er recht, bei uns in echt ist es auch eher hier als so an der Rückwand vom Klo. Da verbiegt man sich ja das Kreuz. Gut, das sei also erledigt. Nee, das wäre erledigt.
Jetzt könnten wir hoch das Waschbecken vielleicht hier irgendwo hin machen. Nur nicht so, dass die diese Duschtür da im Weg ist. Ich guck mal, ob die das berücksichtigen. Waschbecken. Spüle. Meinen die das Waschbecken? Ich glaube ja. So. Mal gucken, wie weit das hier so geht. Ach, das Waschbecken ist so klein. Das kann man hier einfach so in die Mitte hängen. Ist natürlich die Frage, ob man da vielleicht so ein Tischwaschbecken hinmacht mit so einem Schrank drunter. Aber die sind so hässlich. Ich denke mal, hier so in der Mitte der Wand macht das schon Sinn. Ja, jetzt drehen wir das mal auf. Okay. Und dann gucken wir mal. Und das ist grausam grün. Das hier sieht irgendwie... Ich kauf's mal und stell's mal hin. Tja. Ist das besser als dieses kleine? Das andere, das, was ich verkaufen musste, das hätte mir besser gefallen. Und dann gab's irgendwo noch so eins aus Marmor. Das fand ich richtig schick. Aber dieses hier ist so... Naja. Aber es passt vom Stil her zur Dusche. Und ich denke mal, die Duschentür müsste auch noch aufgehen. Auch mit dem Waschbecken da. Ich nehme das mal. So. So. Okay. Ah, das ist schon drin. Gut. So. Jawohl, so wird das was. Gut, und jetzt können wir es wieder schließen und einen Spiegel hinhängen. So, sonstiges. Da. Okay. Jetzt haben wir hier noch ziemlich viel Platz und das ist gut, weil vielleicht eine Badewanne hinpasst. Da gucke ich einfach mal bei den Anschlüssen. Das kann man dann ja auch sehen, wie die hinpasst. Entweder hier vielleicht. So. Oder vielleicht auch da. Na, dreh dich mal. Man könnte es so ungefähr machen. Ja, dann hätte man in Richtung Sauna noch ein bisschen Platz, um vielleicht eine Bank hinzustellen oder so. Die Frage ist, geht die Tür auf? Das ist jetzt so etwa unter halber Fensterhöhe. Ja, die Tür müsste problemlos aufgehen. So. Und zuletzt hatten wir eine runde Badewanne, dann nehmen wir jetzt eine eckige. Einfach nur so wegen der Abwechslung. Ach, aufdrehen. So. Okay. Montieren. Ah, da ist sie, die Badewanne. Festschrauben. So, sehr gut. Okay, also Badewanne habe ich noch nicht oft montiert. Darum
klicke ich da auch oft auf die falschen Sachen drauf. Aber wir kommen ja vorwärts. Und das ist ja letztlich die Hauptsache. So. So, Wasserhähne habe ich schon in echt montiert. Ah, das war's schon. Na prima, super. Mal gucken. Ja, die ist jetzt zwar schon arg in der Ecke, aber ich finde das ganz gut, wenn hier ausreichend Platz ist, um die Dusche aufzumachen. Gibt es eigentlich irgendwie so Handtuchdinger oder sowas? Hier ist es schon eng genug. Aber da war mir das wichtig, dass es in der Mitte der Wand ist. Ja, optisch sieht das so schon gut aus. Weiter nach rechts wäre asymmetrisch geworden. So wie es hier asymmetrisch ist. Na, ich denke mal schon. Wenn ich da hier irgendwas hinstelle, dann zum Beispiel so einen kleinen Sauna-Eckdingsbums. Sowas hier. So. Dann sieht das gleich viel passender aus. Und hier können wir vielleicht auch noch so was Saunamäßiges machen. Mal gucken, wie sich hier noch so eine... Ja, die kann... Kann man die hier ran? Man könnte die ganz da ranschieben. Ja. Will ich das? Weil man kann dann an der Stelle nicht mehr so viele Kleider hinhängen. Tja. Ich denke, es würden hier zwei hinpassen. Ich denke mal, das mache ich. Und die Kleiderhaken kommen dann an die andere Seite. So. Okay, hier. Da reicht dann ja eigentlich ein Kleiderhaken. Ja, und wenn man zu zweit reingeht, dann kann man hier auch noch was auf die Bank werfen. So, das ist bei Sonstiges. Kleiderhaken. Ob ich das jetzt schon... Da ist es. Ich mach mal, kaufen Sie viel. So ein kleines Handtuch kann man da ja auch hinhängen. Das ist hier diese Höhe hier. So. Und da kann man auch was hinhängen. Ja, muss nicht sein. Aber ich könnte hier Kleiderhaken hinhängen, weil man braucht ja auch Kleiderhaken in einem normalen Bad. So, beziehungsweise Handtuchhaken. So. Schon schlimm genug, dass es nicht solche Stangen gibt, um Handtücher hinzuhängen. Und da? Nee, das macht nicht so viel Sinn. Okay. Jetzt muss ich hier noch Fenster putzen, jawohl. Und natürlich auch nicht mit dreckigen Fenstern einziehen. So. Und dies da auch noch, jawohl. Gut, und jetzt kommen hier Jalousien hin. Das ist bei Vorhänge. Und zwar geschlossene, weil es ja ein Badezimmer ist. So. Gut. Und nochmal.
So. Okay. Ja, jetzt überlege ich gerade, auf jeden Fall sollte man hier noch Pflanzen hinstellen, weil das ist ja ein Wellnessbad. So ein Tüpfelfarn. So, na komm, gehen wir mal näher ran. Und vielleicht kann man auch so eine Sansevieria. Ja, passt hier auch drauf. Wunderbar. Und dann packen wir hier noch so eine dicke Diffenbachie. Himmelblaues Rosa. Himmelblau. Ich denke mal, Himmelblau passt hier am besten. Okay, ein bisschen drehen. Gut. Naja, ich finde, das nimmt schon Gestalt an. Und wenn jetzt noch die Wände grün sind, man müsste hier halt jetzt noch verschiedenes Deko-Zeugs machen. Ah, was ich noch machen könnte, ist diese Handtuchrollen. Die sehen eigentlich ganz cool aus. So, kaufen Sie viele. Na, machen wir schon gerade. So. Leider kann man die ja nicht übereinander legen. Sonst könnte man so schöne Stapelchen machen. Nee, das erlauben sie einfach nicht. Aber so ist das auch in Ordnung. Gut. Jetzt frage ich mich, wie viel Arbeit ist das, das zu pflastern? Dann hätte ich das nämlich auf dem Screenshot schon schön in der Originalfarbe. Dann wäre das jetzt schon fertig. Das Licht, das diese Birkenlampen machen, ist ja eigentlich ganz schön, aber ich finde die so hässlich, weil die so dreckig aussehen. Ich hänge mal andere Lampen hin und mache die dann weg. So. Ist das ungefähr die Mitte des Raumes? Ja, ungefähr vielleicht. Ach, ich wollte kaufen Sie viele machen. So. Ich denke mal, zwei oder drei könnte man schon gebrauchen. So, jetzt verkaufe ich erstmal die Birkenlampen und dann sehen wir, ob es zu hell ist oder ob es okay ist. Ja, ist okay. Ist halt ein bisschen kälter, das Licht. Gut. Das Video ist schon 28 Minuten lang, aber ich würde es einfach gerne mit den Fliesen sehen. Wandfliesen und diese Folge nicht. So, kaufen Sie viele nicht so halbfertig beenden. Vier müsste reichen. Dann beeile ich mich halt. Oh, und ich könnte mal gucken, ob ich zufällig noch irgendwelche Bonuspunkte habe, die ich übersehen habe. Verbesserungen. Verhandlungen. So, es geht mir ja vor allem jetzt um Fliesen. Goldenes Händchen, schnell. Ah, da habe ich schon. Besser geht's nicht. Okay. Machen wir mal hier. Ich muss ja glücklicherweise nicht die Fensterleibungen machen, sondern nur oben auf den Fenstern. So. Irgendwie sieht die Armhaltung schon unentspannt aus.
so eckig, also irgendwie so breit. Und ich habe auch nicht so viele Haare auf den Armen. Mitnichten. So. Okay. Diese grünen Fliesen finde ich irgendwie schön. Die sehen auch nicht so schmuddelig aus wie viele andere Fliesen, deren Farbintensität so wechselt, sondern hier bei denen finde ich das gut gelungen. Aber es ist natürlich intensiv. Das ist jetzt nicht so ein dezentes Weiß-Grau. Aber in einem Wellnessbad hat dezentes Weiß-Grau nichts verloren, finde ich. So. Naja, wir haben ja schon fast die Hälfte hier. Na, komm. Sich näher hin oder was? Jetzt. Sehr gut. Da erschrickt man immer, wenn man irgendwie was nicht fließen oder malen kann. So, da liegt sogar noch ein Stapelchen. Gut. Und jetzt hier oben die paar Dingerchen. Ist auch schön, ein Bad mit zwei richtigen Fenstern. Es war halt mal ein Kinderzimmer. Aber mir tut's nicht leid um dieses Zimmer. Ich habe mich wirklich gefragt, was soll ich mit diesen vielen Zimmern in diesem Haus, wenn ich das jetzt für jemanden zum Verkaufen ausgebaut hätte, wäre es mir natürlich klar gewesen, dann hätte ich zwei Kinderzimmer gebaut. Oder vielleicht sogar drei und kein Büro. Aber so reicht ein Gästezimmer. So, jetzt müssen wir hier diese Ecke erwischen. Vielleicht mache ich es mal auf. Jetzt geht's. Ah, okay, wenn das Ding offen ist, schneidet es in das Waschbecken rein. Da kann ich dann noch drüber nachdenken, ob ich das Waschbecken doch noch versetze. Weil das ist nicht so toll. Letztlich stört es zwar keinen in der Praxis, aber ja, vielleicht stört es mich. So. Das mache ich jetzt aber auf jeden Fall nicht mehr in dieser Folge, ganz klar. So. Den Spiegel hätte man natürlich auch in Holzfarben nehmen können. So, passend zur Sauna. So. Ich fürchte, das reicht nicht ganz. So, aber das werden wir gleich sehen, ob es reicht. Okay. Naja. Es fehlt auf jeden Fall nicht viel. Und ich muss noch einen anderen Lichtschalter machen. Okay, es reicht nicht ganz. So.
Okay. Ich denke mal hier die Türleibung, die muss man nicht fließen. Habe ich alles? Ja, dann kann ich das verkaufen. Okay. Und jetzt können wir uns das nochmal angucken. Ah, oh, gefällt mir schon gut. Ja, und das mit dem Waschbecken überlege ich mal. Dann werde ich auch überlegen, ob ich vielleicht so ein rundes Waschbecken mache. Das würde vom Stil her, glaube ich, besser zur Badewanne passen. Ja, und es wird natürlich ein bisschen was kosten, das alles zu verschieben. Aber ja, vielleicht wäre es ganz gut. Ja, aber sonst gefällt es mir eigentlich gut. Ja, so ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.